Herzlich willkommen zu Resident Evil 4, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Freunde der Nacht. Es geht weiter, Part 8, und wir haben jetzt etwas, oh, naja, nicht so gutes vor. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen auf die See, eine Seefahrt, die so, falsch gedrückt. Falsche Taste gedrückt, egal, wir kommen nochmal drauf und, hoppa. Und eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man so manche über die Reling kotzen sehen. Holla hi, holla ho, holla ho, 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 kennt ihr das? Nein. Gut. Gut, dass ihr es nicht kennt, sowas muss man nicht kennen, aber wir fahren jetzt auf die See und ja, wir werden sehen, was auf uns zukommt. Und ja. Leon, Leon, Leon. Leon, Leon, Leon. Ja, das kenne ich nicht. Ach du Scheiße! Das Ding! Das, was den komischen Polizisten da getroffen hat, ne? Oh nee, ey. Dann lasst mich raten, wir haben mit dem Ding jetzt zu kämpfen. Mhm. Aber das kenne ich nicht. Das kenne ich noch aus einem Let's Play. Ich glaube, man muss da irgendwelche Stäbe auf den werfen. Also hier diese Harpunen-Dinger. So, los geht's. Genau diese Dinger. Aber ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und erster Fail. Erster Fail und schwimm, 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 schwimm. Wir sind wieder auf dem Boot und... Ja, gut. Kriegt er uns jetzt? Nee, gut. So, weiter geht's und, veröffne ich mir wieder ein bisschen Stäbchen und, treff den nicht. Ich bin da echt schlecht drin, das kann ich euch schon so sagen. Das kann ich euch schriftlich geben, Freunde, aber ich kann es probieren und probieren geht über studieren und vielleicht schafft er den jetzt. Ja, geil. Geil, wie das Blut spritzt, ey, aus diesem Viech. Wie das Blut aus diesem Viech spritzt, Freunde, und... Es war aber, glaube ich, noch ein Treffer, oder? War das noch ein Treffer? Ich weiß es nicht. So, und, ach nee, der ging daneben, Freunde. Aber es ist alles halb so wild. Die erste Zeit haben wir hier so schon rum. Ich glaube, so lange wird das jetzt auch alles nicht mehr dauern. Und wo kommt der jetzt her? Hallo? Hallo, 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 hallo. Oh nee. Oh nee, wo kommt der denn jetzt? Da, wo der rote Pfeil blinkt. Wo bist du? Schatzi, wo bist du? Ach, da! Wappa, geil. Und rein mit dir, ey. Komm. Fress die Scheiße, Alter, fress die Scheiße. So. Und weiter. Zieh mich, zieh mich, zieh mich und schappa. Und das hat auch wieder gespritzt, ey. Solange das spritzt, ist das ein gutes Zeichen, aber das da ist scheiße. So, weiter geht's im Text. Freunde, schön, dass ihr übrigens dabei seid. Resident Evil 4. Wir kämpfen gerade gegen diesen merkwürdigen Endboss. Das ist echt nicht leicht. Das kann ich jetzt hier an der Stelle echt verraten, ne? Also, naja, gut, vielleicht stelle ich ihn noch einfach. Oh nein! Oh. Das schafft er ja aber auch immer wieder, ne? So, gut. Schwimmen wir. Schwimm, 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 und rauf mit dir. Gut. Nein. Alter, das ist hier einfach ein Geplätscher, ne? Das ist hier ein Geplätscher. Das kann ich euch jetzt hier schon mal echt sagen. Wo bist du? Wo bist du? Ey, Muschi, da. Na, Mann. Ich will dich doch einfach nur mal treffen. Bin ich denn wirklich so schlecht? Bin ich denn wirklich so schlecht? So, da kommt er. Da kommt er. Da, 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 da. Oh Mann, ich dreh schneller, du Boot. Echt, dieses Boot, das dreht auch so scheiße, Freunde. Das kann ich nicht. So, komm, noch einmal. Ja, der hat gesessen, Alter. Der hat gesessen. Geile Scheiße, ey. Der hat gesessen. So, aber jetzt sitzen die umso weniger. Und? Och, nö! Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Und dann schwimmen wir wieder zurück, ey. Schwimm, 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 schwimm. Ach, ja, Gott sei Dank. Und da kommt er schon, der blöde Arsch. So, was machen wir denn da jetzt? Naja, auf jeden Fall ein Heilkraut nehmen, ne? Das tut dann immer ganz gut. So, ich hoffe, dass wir den in diesem Leben noch schaffen. Wenn ich mal überlege, dass es gar nicht der letzte Endboss ist, ey, dass dann alles so eine Scheiße auf uns kommt. Aber egal. Egal, ich habe euch versprochen, oh nee! Oh nee, ey, ich bin schon wieder runtergefallen, ey, in diesem blöden Tümpel. Und ich schwimm, 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 ich schwimm und... Ach, so. Das ist geschafft. So. Na ja, gut. Müssen wir das Letzte verschwenden. Falls wir nochmal vom Boot fallen, ne? Ich hoffe, jetzt ist es dein Ende. Ich hoffe, es ist dein Ende, mein Freund. Ich hoffe, es ist dein Ende jetzt, na. Wo bist du? Ah, nee, daneben, ey. Wie kann das nur so anstrengend sein? Aber wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ey, wo bist du?
Hallo. Da. So, ich sehe dich nicht. Ach, da. Hä? Wie taucht der immer unter und auf? Oh, Scheiße, das war wohl nichts. Was hat denn der da im Mund? Eine Spinne oder was? Oh, der ist ja immer noch nicht tot. Sag mal, wie lange muss man den denn bespaßen hier? Was soll denn das? Wie lange muss man den bespaßen? Och nein! Schon wieder im Wasser. Das gibt's doch nicht. Mann, okay, versuchen wir wieder zurückzuschwimmen. Ich hoffe, wir überleben das, ey. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Naja, gut. Ah, geh weg. Geh weg, du blödes Ding, ey. Ich erinnere mich an so einen Stinkeschuh, ey. Hallo. Ein bisschen anders musst du es machen. Ich kann dich nur bekämpfen, wenn du so komisch angesprochen kommst. Anders kann ich das nicht. Anders kann ich das nicht. Mann. Doch. Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du? Wann kommst du? Hey. Leute, ich werde verrückt. Ich werde hier nochmal verrückt, ey. So. Wo bist du? Ach, da. Komm her, komm. Friss. Und friss. Ja. Wir haben das Ding. Oh nö, was ist das denn? Och nö. Scheiße. Geschafft. Leute, Alter. Ich glaube, mir geht's gerade auch echt wie Leon. Ich kann mich jetzt auch echt auf dieses Boot legen und chillen, ey. Chillen auf Pillen. So, und zurück. Oder hin oder her, wo der auch immer hin will. Das war jetzt wirklich nicht einfach. Nein, das war es wahrlich nicht. Das war es wirklich nicht. Na. Ey, wie wir ja wissen, scheinen wir irgendwas im Körper zu tragen. Oh nein. Und wir haben das Kapitel beendet, Freunde. Wir sind einmal gestorben. Ja. Kapitelende. 1 Stunde und 57 haben wir schon. Boah. Meine Fresse, ist das Spiel scheint echt lange zu sein. Aber na gut. Machen wir gleich weiter. Warten wir ab. So, laden wir nicht so lange. So. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Ja, da haben wir einen anonymen Brief gefunden. Ein Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Na, da wollen wir mal gucken. Ihr könnt euch das ja nochmal durchlesen. Ach du Scheiße. Es gibt dort einen El-Gigante. Was ist ein El-Gigante? Was ist ein El-Gigante, bitte? Ein El-Gigante. Hört sich aber nett an. So, aber ob das so nett ist? Ich glaube mal eher nicht. El-Gigante. Geil, da ist also ein El-Gigante, der auf uns wartet, Freunde. Und ja, vielleicht warten wir ja aber auch auf den El-Gigante. Wir werden es ja sehen, ne? Kriegt, glaube ich, gleich erstmal richtig einen von uns auf die Matratze, das Ding.
Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt hier große Sprüche und dann scheitern wir da in einer Tour. So, aber wie gesagt, wir sammeln erstmal alles ein, was wir hier so abstauben können. So, mal gucken, ob das geht. Natürlich nicht. Gut, diese hässlichen Suppentöpfe können wir nicht zerstören. Wir gehen raus und ja, es scheint immer noch miesepetrig hier draußen zu sein, aber scheißegal. Ja, so ist es einfach. Aber es ist dunkler geworden. Das kann man an der Stelle, glaube ich, behaupten, ne? So. Auch diese ganzen Fackeln, das ist total geil gemacht. Das ist einfach nur genial gemacht, Freunde. Na, auch wenn die Grafik jetzt nicht die allerbeste ist, das muss man sagen. Ups. So. Achso, gucken wir jetzt nochmal nach Schätzen, Freunde. So, wir haben 14 von 15 Medaillen. Ich will alle haben. So, den haben wir. Da haben wir noch keinen. Da haben wir noch keinen. Aber da kommen wir jetzt wohl auch noch nicht hin. Okay. Hm, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Man stellt sich das immer so einfach vor. Der Let's Player sitzt dahinter, zockt und soll sich aufs Moderieren, also aufs Quatschen, Unterhalten irgendwie konzentrieren. Und auf das geile Game fällt mir manchmal gar nicht so ganz leicht. Aber wir kriegen das schon, glaube ich, gewuppt, ne? Ich glaube, so schlecht ist es nicht. Könnt ihr einen Daumen hinterlassen, hoch oder runter. Und eure Meinung. Entschuldigung, das kommt vom Rand. Geil, was ist denn das für ein Streuselkuchen, ey? Oh nein, oh nein. Oh, sterb! Das geht ja gar nicht kaputt, das Ding. Hallo. Hallo, du. Die Kapohut. Ey. Oh nein. Oh nee. Oh Mann! Fuck. Was machen wir denn da? Ich werfe eine Granate. So einfach ist das. Aber wir sind so gut wie Rott, Leute. Wir sind so gut wie Rott. Scheiße, und wir haben nichts zum Heilen. Was machen wir denn da? Geh kaputt, du blöd Arsch. Pass auf, da kommt auch gleich so ein Ding raus, ey. 100 Pro, Leute. Oh ja, es war mir irgendwie klar, dass da so ein Ding rauskommt. Warum war mir das so klar? Naja, weil da gerade eben schon so ein Ding war. Ich hoffe, wir kriegen das kaputt. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Das Ding ist Schrott. Aber es gab Kohle. Chopper, geil. Die nehmen wir doch gerne. Und die Muni auch. Können wir immer gebrauchen. Aber wir blinken. Wir blinken, wir blinken, wir blinken. Wir sind... Oh, scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Oh, Mann. Hoffentlich kommt jetzt nichts Großes auf uns zu. Ja, hier, das kennen wir ja alles noch. Haben wir ja auch schon spektakulär unseren Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diesen Fun. Oh, Kacke, ey. Okay, aber Granaten haben wir genug. Das, ich glaube, da können wir uns mit tot werfen. Oh, Joppa, Joppa. Das ist eigentlich nicht Joppa. Joppa ist ja eine Beleidigung auf Polnisch. Ne? Das meine ich damit eigentlich gar nicht. Das wollte ich jetzt nochmal so an dieser Stelle sagen. Joppa ist, glaube ich, Arsch, oder? Oder Arschloch oder so. Keine Ahnung, wenn jemand Pole ist und das hört und sieht, teilen mir das mal bitte mit. Ob Joppa Arsch, Arschloch oder was auch immer bedeutet, ne? So, weiter geht's. Was gucken wir denn mal kurz? Dann ist der Schatz. Ja, was heißt Joppa? Joppa, 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 Joppa. Keine Ahnung, helft mir mal. Wäre ganz nett, vielleicht bist du ja auch, kommst du nicht aus Polen, aber weißt, das kannst du polnisch, teilt mir das mal mit. Wäre ganz cool. Und jetzt kommt unser Meister. Ja. Yeah. So, ich glaube, wir wird nicht mehr. Nein, das wird nicht leicht, Freunde. Das wird wirklich nicht leicht. Nein. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, aber irgendwie ist es hier verdächtig cool. Das muss man jetzt an dieser Stelle auch mal erwähnen. Leute, seht ihr hier irgendwo Zombies? So, was ist das? Ah, ich glaube, das war der Schatz, oder? Ich glaube, das ist der wichtige Schatz. Diese Schätze können wir immer schön verhökern. Immer dran denken, verhökern. Immer schön verhökern. Aber wir blinken auch immer noch, Leute. Wir müssen jetzt irgendwie mal an Hilfe kommen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Gott sei Dank. So. Mal hier umgucken, ob das ein Abballern ist. Ich glaube, nee. Leute, ihr wisst sowas immer besser als ich.
Ach, da. Komm. Uah, geil. Geil. Ich muss euch sagen, es ist blind. Teilweise blind, also vieles weiß ich wirklich gar nicht. Gut, den Schatz, den haben wir. Entschuldigung. Vieles weiß ich gar nicht, Freunde, das kann ich euch hier an der Stelle sagen. Aber einiges habe ich irgendwann mal in einem Let's Play gesehen. Das ist aber wirklich schon echt ein bisschen her. Von daher bin ich manchmal auch überfordert. Ich kann mich jetzt zum Beispiel gar nicht an den El Gigante erinnern. Was ist der El Gigante? Also in Anführungsstrichen wurde ja da ein El Gigante genannt. Wie sah das aus? Ist das was Schlimmes? Oder ist das nur wieder so... Naja, wir werden das ja sehen. El Gigante. Geiler Name aber. Ich finde, der Name hört sich gut an. Komm, El Gigante, meine Freunde. So. Gut, wir haben hier alles umgeleitet, warum auch immer. Ich kann es mir jetzt wieder mal nicht erklären. Gut, die Zahnräder drehen, die Mühle malt, alles ist gut, die Biene Maya kommt. So, wollen wir mal gucken, was passiert. Ach so. Na denn? Ja. Oh Mann, El Gigante. Was war das, Leute? Das hörte sich schon so scheiße an. Das hörte sich schon einfach so böse an, findet ihr nicht? Das hört sich doch genauso böse an wie... Was weiß ich? El Kacke. El Bandi. El Bandi ist gut. El Bandi war geil. Das habe ich früher gerne geguckt als Kind. So. Wutscha. Mal gucken, was passiert. Burn. Du hast einen Ring um die Eier. Komm, los. Weiter, Freunde. Burn. Du hast einen Ring um die Eier. So. Und du. Wutscha. Feuer. Yeah. Voll die Disco geht hier ab, ey. Die lassen voll die Fetzen fliegen, die Typen. So. Wollen wir mal gucken, was wir hier kassieren? Wir sind aber auch leicht angekratzt und angeschlagen. Das müssen wir auch nochmal wieder erwähnen. Gott, wir haben echt keine Heilung. Was habe ich bloß getan? Wo habe ich die bloß gelassen? Mann, war ich verschwenderisch. War ich da verschwenderisch? Das ist unglaublich. So. Ach, das ist das Ding von der... Ja. Für die Kirchentür. Kann das sein? Oh, Hannigan. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Ja, das machen wir auch. Das machen wir auch glatt weg, Freunde. Ich hoffe natürlich, dass es was bringt, ne? Diese Insignie soll ja irgendwie... Da war doch mal irgendwas mit der Kirche, dass das da nicht reinpasste oder irgendwie, dass wir da nicht reinkamen. So, jetzt haben wir ja das passende Teil und ich hoffe, dass es uns irgendwie weiterbringt. Oh, Fässer. Bitte, Heilung, geil! Ah, ich wollte nur noch beten heutzutage. Ich glaube, das bringt dann echt schon viel. So, und da ist schon wieder ein Brot. Ich hoffe, da kommt nicht schon wieder so ein komisches Wasser-El-Gigante-Ding. Ich weiß nicht, aber das war nicht der El-Gigante da an Wasser, oder? Nee, das kam ja danach. Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Egal, keine Ahnung. Ich glaube, da kommt noch was. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, was den El-Gigante angeht, ob das Wasserding da schon war oder auch nicht. Wenn ja, dann ist der ja voll lächerlich. Naja, was heißt lächerlich? Wir haben ihn tot, aber er war ätzend und lächerlich. Alles auf einmal. So, dann gehen wir mal zu unserem Welcome-Händler hier. Komm, Stranger, verkauf uns was. So. Ja, natürlich, das ist doch logisch. So, wollen wir mal durchstöbern, was er da alles Schönes hat. Ja, kann man ja immer gebrauchen. Ist ja nichts Verkehrtes. Ist ja nichts Verwerfliches dran. Ich glaube, mehr hat Stranger nicht, oder? Also hier unser Verkäufer, oder? Weiß ich nicht. Gucken wir nochmal nach. Wir haben aber bestimmt was zum Verkaufen, ne? Ja, wir haben doch so ein paar Sachen gefunden. Ah. Ja. Goldarmreifen mit Perlen. Wir haben aber auch Sachen gefunden, ne? Bernstein. Das Katzenauge und so weiter sollten wir, glaube ich, aufbewahren noch. Weil ich bin der Meinung, das hatte ich auch mal irgendwann gesehen, man kann einige Schätze kombinieren und dadurch kriegt man ein bisschen mehr Kohle. Und das müssen wir natürlich tun, ne? Wir können jetzt nicht irgendwie, da stand doch auch zum Beispiel Maske mit Kerben und was weiß ich dann alles. Also irgendwie passt das dann alles immer irgendwo zusammen und im Endeffekt kriegt man da was raus. Also teilweise weiß ich einige Sachen, muss ich euch gestehen, und teilweise eben nicht. So, und jetzt gehen wir ganz schön angeschlagen weiter. Ich hoffe nicht, dass das tatsächlich doch noch irgendein El-Gigante kommt, weil ich glaube, das Wasserding, das war der El-Gigante. So, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, also
Wie kann man das nur durcheinander bringen? Ich meine, ich bin doch noch keine 80 und scheintot. Aber naja, gut, egal. Und mal gucken. Und ja, das können wir gebrauchen. Das können wir wirklich gebrauchen. Und hier waren wir ja schon mal. Hä? Was ist das denn wieder für ein Scheiß? Was ziehen die denn da, die Karre? What the hell is this? Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Mann mit Busen? Ist das das El Gigante-Ding? Ich bin schon fast vor. Ja. Alter. Was ist denn das für ein Ekelteil? Und lasst mich raten. Wir müssen gegen dieses Ding kämpfen. Natürlich. Natürlich. Scheiße, es geht ja schon los, ey. Hammer. Na gut, legen wir irgendwie los. Und. Vielleicht bringt das was. Okay. Wie macht man denn das am besten? Gott, wie dreht sich die am besten? Mann. Oh Mann, das ist viel zu viel. Gerade eben diesen Fisch und jetzt schon wieder so ein Ding. Och nee, ey. Oh nee, womit habe ich denn das verdient? Hier sind ja überall nur noch solche komischen Bekloppten. geh weg! Geh weg, du stinkendes Teil. Das stinkt bestimmt, so wie das aussieht. Was hat denn der in der Hand? Oh nö! Was hat denn der für ein Spielzeug in der Hand? Scheiße. Los weg da. Oh, den kennen wir noch. Hey, it's that dog. Dich kenne ich noch. Das war doch der vom Anfang, ne? Dem wir geholfen haben. Oh Mann. Schnell, running, ey. Das ist so krass, Freunde. Geht, was hat denn der für Fingernägel, ey? Der Pilz oder was? Natürlich hat er Pilz. Schnell weg da. Leute, das ist mir zu krass, ey. Das ist krass. Oh nein. Oh, Leon. Oh nein. Oh nö. Nee, weh.